Hey, jemand aus unserer Community hat mir ein Video geschickt und ist der Meinung, dass ich darauf bitte reagieren soll und unsere Meinung oder meine Meinung wiedergeben soll, was ich davon halte. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Markus Wolf. Ich wette seit 7 Jahren professionell auf Sportwetten und wir haben ein System entwickelt, mit dem wir Sportwetten kalkulierbarer machen und somit online planbar und unlimitiert Geld verdienen können. Zusammen mit meinem Team aus studierten Mathematikern wetten wir jeden einzelnen Tag und machen mittlerweile über 20 Millionen Euro Wetteinsatz pro Jahr. Wir haben bereits über 5.100 Menschen dabei geholfen, mit Wetten online planbar Geld zu verdienen. Unsere Top-Wettexperten machen weit über 10.000 Euro im Monat und wir machen hier diese Videos, damit es auch du schaffen kannst. Ich wechsle jetzt mal zu meinem Bildschirm und gehe hier auf dieses Video mit, ich habe mit Matchbetting, Sportwetten verdient. Und das Ganze sehen wir uns mal an. Ich habe es mir so am Anfang ein bisschen schon angesehen, deswegen hast du da auch gerade so ein bisschen Leiste gesehen, aber ich bin mal gespannt, was darin erzählt wird und ja, wie genau das Thema behandelt wird, etc. Los geht's. Uns übergreifend unsere Einzahlungen irgendwie getrackt werden. Gratiswette bei Bet365 ist tatsächlich aufgegangen und wir haben damit den ersten Gewinn. Ich habe 48 Stunden lang eine im Internet propagierte Sportwettenstrategie, das sogenannte Matchbetting, ausprobiert, um zu schauen, ob es wirklich funktioniert und man innerhalb kürzester Zeit damit ein paar hundert Euro verdienen kann. Ehrlicherweise hätten wir mit diesem Ergebnis selber nicht gerechnet. Und auch wenn die gleich gezeigte Strategie auf Mathematik beruht, möchten wir an dieser Stelle bitten, behutsam und vor allen Dingen auch rational an das Thema heranzugehen. Sportwetten kann süchtig machen und wir empfehlen daher, dieses Experiment auf keinen Fall nachzumachen. Die 5 Gewinner vom großen 200K-Special werden übrigens während des Videos ist immer wieder eingeblendet, also müsst ihr ganz genau aufpassen. Für mich gibt es den doppelten Espresso und Abfahrt. Cooles Intro auf jeden Fall. Gerade jetzt zur Ausgenutzt. Ja. Ausgenutzt ist halt immer ein bisschen negativ. Fußball-WM nehmen viele Deutsche das Angebot von Oli Kahn an. In der App ein paar Klicks machen, zum Tipico-Laden einen Schein ausfüllen und wenn Deutschland dann gewinnt, freut man sich doppelt. Und wenn sie verlieren, dann ist es eh egal. Doch bei vielen bleibt es eben nicht bei diesem Ersteinsatz. Denn wer das Thema Sportwetten so angeht, wird kurz über lang eh sein Geld verlieren. Dann hat man irgendwann im Kopf und denkt sich, okay, ich muss nachlegen, vielleicht verdoppeln oder vervierfachen, weil man will ja nicht mit einem Minus da rausgehen. Vielleicht kennen das einige von euch. Ja, korrekt. Am Ende die Anbieter und deren Buchmacher die großen Gewinner sind, das ist kein Geheimnis. Aber die Statistiken sind echt erschreckend. Denn das Wettgeschäft boomt wie noch nie. Allein in Deutschland wurde letztes Jahr ein Umsatz von 9,4 Milliarden Euro. Ja, ist echt crazy, also richtig heftig. Es gibt sogar eine Nachricht, ich glaube, das war von 2020. Da hat die Geschäftsführerin von Bet365, einer der größten Wettanbieter weltweit, hat sich das höchste Gehalt ever in der UK, also Großbritannien History, also Geschichte von Großbritannien, ausgezahlt, und zwar eine Viertelmilliarde Euro. Nur das Gehalt als Geschäftsführerin. Viertelmilliarde Euro. Größer als jedes Gehalt von in UK, Apple und so weiter und so fort. So viel Geld steckt da drin. Und Bet365 macht das wirklich in Perfektion, weil die haben nur eine Webseite. Die haben ja nicht mal Offline-Läden. Die waren die ersten, die gesagt haben, nur online. Also wir wollen nur online Sportwetten anbieten und andere Dinge. Verzeichnet und die Tendenz ist sogar steigend. Da ist es also auch kein Wunder, dass die ganzen Anbieter natürlich alle buhlen und möglichst einen großen Teil von diesem Kuchen abhaben wollen. Die Lösung dafür sind Willkommensgeschenke, Verdopplungsaktionen und teilweise sogar Gratiswetten, die du platzieren kannst. Doch das liest sich meist besser, als es ist, denn um an diesen Bonus heranzukommen, gibt es natürlich bestimmte Anforderungen. Oftmals muss man 5 Wetten oder sogar noch mehr platziert haben, um es sozusagen frei zu spielen. Und bei Amateurzockern ist das Geld bis dahin sowieso weg. Der einzige Boomerang scheinen clevere Spieler zu sein, die diese Gratiswettenmechanik nutzen und die Strategie Matched Betting entwickelt haben. Was in der Theorie wie folgt funktioniert: Man meldet sich bei verschiedenen Anbietern an, greift die ganzen Boni ab. Ganz kurz, Tipp 3, Mr. Green, für Deutschland oder für Personen in Deutschland, Wohnsitz Deutschland nicht mehr möglich.
Also kann man sich gar nicht registrieren. Und deckt dann durch unterschiedliche Wetten mit seinen verschiedenen Accounts alle Möglichkeiten eines bestimmten Ergebnisses ab, sodass am Ende zumindest immer eine Wette aufgeht. Das simpelste Beispiel wäre einfach eine Sieg-Niederlage-Wette, wo man mit dem ersten Anbieter eben auf Sieg geht und mit dem zweiten auf Niederlage. Dafür benötigt man dann auch keine Analysekenntnisse von diesen Sportergebnissen, sondern wird eigentlich eher zum Bonijäger, der noch ein bisschen Mathematik können muss. Und selbst das wird einem auf bestimmten Seiten, die ihr uns zugeschickt habt, sogar noch abgenommen. Und ich würde sagen, wir gehen rüber und schauen uns das mal zusammen an. Eine davon ist NinjaBet und die gucken wir uns jetzt mal an. Online-Geld verdienen mit Matchbetting. Perfekt. Erklärvideo auf YouTube, ist nicht gelistet, aber hat zumindest 1300 Views. Hier ist nochmal Matchbetting erklärt. Bargeldgewinn ohne Risiko. Oh, nicht schon wieder Geld in Briefumschlägen, bitte. Ansonsten sagen die auch hier kein Glücksspiel. 30.000 Personen betreiben es. Anscheinend Steuer... Doch, ist es. Also... Ich habe mich schon mal in einem anderen Video daran aufgehangen, es bleibt immer noch Glücksspiel. Glücksspiel bleibt Glücksspiel. Wenn man sagt, dass es kein Glücksspiel mehr ist, es stimmt nicht. Du weißt nicht, wie viel Geld du am Ende machst. Das war's. Steuerfreies Einkommen und man kann sich hier kostenlos registrieren und einfach... Und das ist das Lustige, es ist nämlich auch dann nicht steuerfrei mehr, wenn es kein Glücksspiel mehr ist. Also die Seite hier widerspricht sich komplett selbst. Und ist ein bisschen schade, dass darauf nicht eingegangen wird, aber kann man halt auch wahrscheinlich nicht so einfach wissen. Also es hat halt viel mit der Rechtssache zu tun. Ganz im Ernst, ich bin auch kein Steuerberater, ich bin kein Anwalt, aber wir haben über 6 Jahre hinweg sehr, sehr viel Rechtserfahrung gesammelt in dem Bereich, weil wir einfach eine gewisse Menge machen und gewisse Menge umsetzen und einige Gerichtsfälle über 50 schon hatten. Und das ist eine Thematik. Also wenn du behauptest, es sei alles mathematisch etc., schneidest du dir ins eigene Bein. Kann sein, dass es für dich rein mathematisch ist. Also bei uns ist es so, dass Glücksspiel immer noch Glücksspiel bleibt. Wir haben halt noch nie verloren und wir gehen das Ganze halt ein Stück weit anders an einfach, weil wir da viel mehr Erfahrungen drin haben auf der rechtlichen Seite. Und am Ende wissen wir gar nicht, wie der Ausgang ist. Wir wissen halt im Grunde genommen, der Gewinn ist in der Regel immer vierstellig, aber... Und wir schaffen das innerhalb von wenigen Arbeitsstunden, aber trotzdem ist es nicht absolut kalkulierbar. Schon mal 25 Euro abstauben. Okay, das ist nicht schlecht, aber wie viel kann man denn jetzt overall damit verdienen? Oder ist das jetzt nur so ein Einmalding? In Phase 1 sind es 3.100 Euro bis 3.900. In Phase 2 wiederkehren 200 bis 800. Und das wird zum Beispiel belegt durch Landstreicher 37. Der hat nämlich im Oktober noch 208 Euro damit gemacht. Ich muss ganz kurz sagen, ich sehe eigentlich gar nichts, weil ich meine Brille gar nicht auf habe. Jetzt habe ich sie auf, jetzt sehe ich besser. Ach so, das ist das Video. Nee, Quatsch, alles gut. War auch nicht lustig, ja? Ich muss ehrlich sagen, so ganz traue ich dem Ganzen noch nicht, aber wir melden uns jetzt einfach mal an und schauen. Wenn man sich jetzt registriert hat, dann werden aus den 25 sogar 50 Euro, die du mit den ersten 2 Schritten verdienen kannst. Schritt 1 ist ein Einführungsvideo, was sehr anschaulich erklärt, wie alles funktioniert, also Matchbetting, das System hinter NinjaBet und so weiter. Schritt 2 ist dann, wette 100 Euro, erhalte 100 Euro und du machst deinen Profit von 40 bis 70. Dafür muss man sich dann einen Account bei insgesamt 2 Buchmachern erstellen, nämlich bei 888 und bei Bet365. Das Problem ist, dass ich persönlich dort schon einen Account hatte, also diesen Boni, den Ersteinzahlerbonus, gar nicht bekommen konnte. Hier ist also schon die zweite Identität, nämlich Chris, ins Spiel gekommen. Der musste dafür herhalten. Wir haben dann die 100... Aha, spannend, okay. ...Euro jeweils eingezahlt und haben auf Bet365 eine Gratiswette erhalten im gleichen Wert. Kann natürlich auch weniger einzahlen und dann die Gratiswette auch mit einem geringeren Wert. Das Ganze muss auf mindestens eine 1,2-Quote platziert werden. Und auf 888 haben wir 100 Euro eingezahlt und hier nehmen wir laut Leitfaden auch Gott sei Dank keinen Boni entgegen. Denn Chris hat direkt eine Mail bekommen, dass sein Account gar nicht dafür berechtigt ist und auch ich habe keinen gekriegt. Hab dann beim Support mal nachgefragt und die meinten, nö, du bekommst irgendwie auch... Ja, das kann passieren, ja. Also manchmal haben Wettanbieter diverse Algorithmen am Laufen, die irgendwie erkennen, dass vielleicht schon an der Adresse oder sowas irgendwer schon gewettet hat und aus dem Grund kriegst du den Bonus nicht mehr. In den AGB der Buchmacher, also in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, steht drin, dass der Bonus in der Regel immer nur pro Haushalt, pro IP eben nutzbar ist und man diesen bekommen kann. Kann sein, muss nicht sein. Ja, aber das Problem ist, sie sagen dir es auch nie. Also Wettanbieter sagen dir auch nie, warum sie dir jetzt den Bonus nicht gegeben haben.
auch kein Wurm. Dann haben wir uns weiter an den Leitfaden gehalten und man muss schon sagen, das ist echt gut gemacht mit Screenshots, immer alles eingekreist. Also auch für Leute, die echt gar keinen Plan davon haben, man kam da durch und muss sich einfach ein bisschen reinfuchsen. Wir haben das. Ja, das ist richtig. Aber wenn man dann mit den Tools arbeitet und so weiter, wird es sehr, sehr, sehr analytisch und sehr, sehr unschön, würde ich mal sagen. Und da neigen manche Personen einfach abzuschalten und es nicht mehr zu machen. Vielleicht geht er da noch drauf ein. Das erste Mal das Dutcher-Tool benutzt, um eine Wette zu finden, nämlich Gladbach versus Dortmund. Bei 888 haben wir auf Sieg Gladbach mit 41,21 gesetzt und bei Bet365 auf Unentschieden oder Dortmund Sieg mit 100 €, weil wir ja den maximalen Bonus haben wollen. Ausgang des Spiels war dann Sieg für Gladbach. Auf 888 ist die Wette also aufgegangen, das heißt unser Kontostand dort 187,98. Bei Bet365 haben wir die Wette allerdings verloren, das heißt unsere ersten 100 € sind erstmal weg. Dafür haben wir aber die 100 € Gratis-Wette erhalten, weil dafür war es irrelevant, ob man gewinnt oder verliert. Status quo also 12 € im Minus, aber eben diese 100 € Gratiswerte, mit der wir jetzt ja den Profit machen sollen. Dafür sind wir dann wieder in den Dutcher rein und haben nach der Anleitung ein Spiel gesucht mit einer Mindestquote von 2,0. Man sieht hier wirklich alle möglichen Spielpartien, die man nehmen kann, muss einfach nur darauf achten, dass man zum Beispiel nicht mehr nachzahlen muss, wenn man es nicht will. Na, wir wollten das beispielsweise nicht und haben jetzt dieses Spiel rausgesucht und da sieht man auch wirklich, dass wir mit unserem kompletten Anfangskapital am Ende einen Profit von 49,53 machen sollen. Mit den ersten zwei Schritten. Ja, das war sehr vereinfacht jetzt dargestellt. Für jemanden, der neu das macht, ist es wesentlich komplizierter und mit diesen Tools zu arbeiten auf jeden Fall. Damit wäre auch das erfüllt, womit NinjaBet wirbt. Wir wollten dann die nächsten Anbieter machen, aber dafür brauchte man Premium. Haben wir also gekauft, kostet 20 € im Monat. Und in der Liste sieht man dann wirklich alle Anbieter, die es gibt und die dazugehörigen Boni und was man dafür machen muss. Außerdem ist immer entweder der Dutcher oder der Oddsmatcher angegeben. Das sind beides quasi so Wett-Tools, die benutzt werden. Mal der, mal der. Wir haben dann weiter die Accounts registriert, verifiziert. Dafür muss man oftmals ein Perso hochladen, Adressennachweis, ihr kennt's, ne? Biometrie-Scanning, ein Video hingeschickt und so weiter. Hat aber wirklich auch alles funktioniert. Amex ging leider bei keinem, das ist schade, also keine Punkte sammeln. Man brauchte wirklich eine Mastercard, eine Visa, PayPal ging und bei zwei sogar Krypto. Wir haben auch wirklich immer den maximalen Bonus angesteuert mit unseren Einzahlungen, ne? Man kann also auch wirklich viel weniger einzahlen tendenziell, aber dann gewinnt man ja auch weniger und wir wollen das Maximum. Dann ist uns aufgefallen, dass bei einigen Anbietern allerdings übergreifend unsere Einzahlungen irgendwie getrackt werden und man anscheinend ein monatliches Limit von 1000 hat. Ich habe dann den Jan aka Quotenwille, der hat nämlich den größten Sportwettenkanal auf YouTube gefragt und er hat mir einen Kollegen empfohlen, der eine Seite hat, nämlich sportwetten-bonis.com. Das ist auch ganz cool, weil in der Spalte Besonderheiten siehst du mal ganz genau, wer sozusagen dazugehört und wer sich an dieses Limit hält. Dahinter steckt. Ja, seit 2021 gibt es die deutsche Lizenz. Davor gab es eine europäische Lizenz, die in der Regel von Malta, von der MGA, heute Madre, soweit ich weiß, ausgestellt wurde. Und seit letztem Jahr 2021 gab es halt den Switch zu einer richtigen deutschen Lizenz, die Wettanbieter halt sich holen können mit gewissen Auflagen und so weiter und so fort. Und unter anderem, das ist eben eine Auflage. Es gibt ein übergreifendes Limit von 1000, an das sich gewisse Anbieter halten müssen. Aber man kann dieses Limit halt auch erhöhen, relativ einfach. Ja. Das länderübergreifende Glücksspielauswertungssystem, das wird LUGAS abgekürzt. Ohne Teilnahme an diesen gibt es nämlich keine deutsche Wettlizenz. Und nur mit der Lizenz können Wettanbieter wirklich legal online Sportwetten anbieten. Was ich mich dann eigentlich gefragt habe, ist das nicht ein Riesenproblem für Matchbetting, weil du musst ja viele Wetten platzieren. Nein. Um die Boni freizuspielen. Und wenn du eben nur diese 1000 € hast im Monat, ist es ja schwer, oder? Das ist ja super limitiert. Ja, grundsätzlich ist Matchbetting in der klassischen Variante immer limitiert, aber das ist kein Problem. Außerdem frage ich mich, ist Matchbetting eigentlich nur lukrativ, wenn man noch gar keine Accounts bei diesen Anbietern hat? Und dafür haben wir den Robert jetzt kennengelernt. Okay. Der Jan hat uns connected. Das ist nämlich der Betreiber dieser Seite. Und er selber ist seit 12 Jahren am Matchbetten. Und ich würde sagen, wir gehen mal in Zoom und fragen ihn mal. Ja, okay. Bet365 schon mal hattest. Matchbetting dreht sich ja darum, dass du halt einen Bonus freispielst. Und du hast ja sozusagen, wenn du schon einen Account hast, kriegst du diesen Welcome-Bonus nicht nochmal. Was du machen kannst, ist natürlich aus Kulanzbasis den Support anschreiben, fragen, hey, pass auf, ich habe den Welcome-Bonus noch gar nicht genutzt. Wie sieht's aus? Könnt ihr mir den mal zur Verfügung stellen? Noch einen Account, wenn du schon einen bestehenden hast, solltest du auf jeden Fall nicht machen, weil sonst konfiszieren sie eventuell auch deine Gewinne, die daraus entstehen. Okay, jetzt ist auf der Seite, wenn ich da die Steps so weitermache.
Grundsätzlich korrekt, was er sagt. Ja, da wird oft dieser Dutcher benutzt und im Endeffekt dieser Odds-Matcher. So, das sind zwei Rechner, die, sage ich mal, das Thema Matchbetting für einen Laien wie mich jetzt so ein bisschen simpler gestalten. Was steckt eigentlich genau dahinter? Und ich sag mal, welche Option ist eigentlich die bessere für mich? Beide sind gut. Also die eine heißt Buchmacher gegen Buchmacher. Also du spielst sozusagen zwei Buchmacher gegeneinander aus. Und die andere ist halt, du spielst Buchmacher und Börse, also da auf einer Börse spielen halt, spielst du nicht automatisch gegen eine Company, also gegen Buchmacher, sondern du spielst gegen andere Spieler. Ich persönlich favorisiere halt Buchmacher gegen Börse, weil du halt dementsprechend den Buchmacher in seinen Quotenfehler besser ansteuern kannst. Kann es sein, dass jetzt NinjaBet zum Beispiel öfters auch diesen Dutcher einfach dort hat, weil da andere Affiliates hinter sind? Kann ich es nicht beweisen, ich gehe aber mal von aus, es sind halt Unternehmen, die halt natürlich auch zusätzliche Gewinne einfahren wollen und dass sie natürlich Kooperationen eingehen. Wir haben ja jetzt noch, sag ich mal, die letzten. Ja, ist durchaus möglich, kommt auf die Seite an. Ich will mich jetzt hier nicht zu weit rauslehnen, ob das NinjaBet macht, aber klar, also man kann natürlich quasi auf diesen Portalen, ne, die bieten dann im Prinzip an, für ein bisschen Geld das alles zu, ja, sich beizubringen und die geben die Dinge vor. Kann aber sein, dass dahinter auch Affiliate-Links stecken natürlich. Das heißt, die machen Geld darüber, dass sie zu Wettanbietern halt dich vermitteln. Ja. Aber auf der anderen Seite, wenn die zum Beispiel auch diese sogenannte Wettbörse anbieten und vermitteln, dann machen sie auch darüber Geld, dass du über diese Wettbörse halt auch spielst. Ja. Ich wollte nur darauf kurz eingehen. Grundsätzlich aber bisher richtig natürlich, was er sagt. Accounts einzurichten, die Einzahlungen zu machen, würdest du das jetzt wirklich alles über den Odds-Matcher machen? Um das jetzt möglichst schnell abzuspielen und die Boni zu bekommen? Ja, durch das Limit bist du halt so ein bisschen, ich würde mal sagen, gehandicapt. Also wenn du auf schnell spielst, dann bist du ein bisschen gehandicapt dadurch, weil du halt, wenn du 500 Euro bei einem Buchmacher einzahlst und 100 Euro bei den anderen einzahlst, um die Boni so mal aufzuladen, dann bist du schon mit 600 Euro im Monat drin. Damit bietet sich natürlich hierhingehend eine Börse als Alternative. Nee, das ist falsch. Nö, ist nicht richtig. Wir machen das Ganze innerhalb von wenigen Stunden verteilt auf mehrere Tage, aber das stimmt nicht. Also wenn das Ganze schnell passieren soll, dann kann man das über die Börse machen, weil keine Limits da sind. Das ist nicht korrekt. Ja. Hat aber was Technisches zu tun. Man braucht da ein bisschen technisches Know-how und ist auch komplett alles okay und alles legal, aber das ist einfach eine gewisse Vorgehensweise, eine Organisation, eine Struktur, die du benötigst. Das ist nicht korrekt. Also das kann man trotzdem noch schnell machen, trotz dieser Limits etc. Lieber an, weil du dann direkt, wie gesagt, die Limits dann ansteuern kannst. Ein weiterer Nachteil mit dieser Wettbörse ist, dass du niemals weißt, wie viel Geld du eigentlich benötigst, weil es kann sein, dass du auf dieser Wettbörse gewinnst, dann ist es gut für dich, weil der Wettanbieter verliert mit dem Bonus. Das heißt, du musst die Bedingungen nicht mehr erfüllen. Wenn aber der Wettanbieter gewinnt, kann es sein, dass du immer wieder diese Wettbörse aufladen musst. Das heißt, es kann sein, dass du plötzlich, ursprünglich hast du vielleicht mit 1.000 Euro Kapital gerechnet, die du irgendwie einsetzt, oder 2.000 oder weniger, und plötzlich brauchst du halt 10.000. Das kann durchaus vorkommen. Ja. Es macht es halt unplanbar, finde ich. Und es ist organisatorisch extrem aufwendig und weniger reproduzierbar für jemanden, der zum Beispiel auch startet. Dementsprechend haben wir uns jetzt entschieden, bei NinjaBet über den Oddsmatcher zu gehen und die Gegenposition bei der Börse OrbitX jeweils zu platzieren, wo der Robert auch Chris geholfen hat, einen Akt zu erstellen und ihn auch ein bisschen schneller zu verifizieren. Dadurch konnten wir mehr Boni bei... Ja, gut. Ist keine Hexenkunst, also. Sagt man Hexenkunst? Okay, ich nehme das mal weg, aber ist jetzt keine Kunst, dass es jetzt schneller gehen soll oder so über jemanden. Also es gibt diverse Agenten, die das halt super schnell machen, und wir haben inoffiziell auch eine Kooperation in dem Bereich, weil wir ja in gewisser Weise auch manchmal diese Wettbörsen nehmen, zum Beispiel, aber also ist jetzt keine Kunst, und entscheidend ist halt, wie viel Gebühr du bezahlst dort, und die muss halt niedrig sein, und wir haben da auch einen super Deal, aber grundsätzlich geht das immer schnell. Also
bei den Buchmachern abgreifen, weil die Börse hat ja dieses Einzahlungslimit von den 1.000 Euro nicht. Das heißt, wir laufen auch nicht Gefahr, dass wenn wir jetzt eine Gegenwette aufgrund von einer Limitierung nicht mehr platzieren können, wir am Ende den Bonus verspielen. Ja, das ist nicht korrekt, auf keinen Fall. Da ist einfach, aber was soll ich da sagen, da fehlt einfach die Erfahrung. Also kann man jetzt auch ihm nicht vorwerfen. Hingegen dem Experten, der gefragt wurde, vielleicht schon, wenn er es 12 Jahre lang macht. Ja, dann, keine Ahnung, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt der Schlauste bin. Also bin ich nicht, aber wir sorgen halt täglich dafür, dass wir es weiter und weiter optimieren und spielen halt ein gewisses Volumen. Deswegen wollen wir uns von sowas nicht aufhalten lassen. Ja. Also wir sind einfach hinterher. Anderer Vorteil ist auch, dass bei Buchmachern es nur sogenannte Backwetten gibt. Sprich, das direkte Setzen auf das jeweilige Ereignis. Zum Beispiel, du hast Bayern gegen Dortmund und sagst, Sieg Bayern. Du gewinnst dann logischerweise, wenn Bayern gewinnt, aber du verlierst, wenn Dortmund gewinnt und wenn das Ganze unentschieden läuft. Du müsstest also mit drei Buchmachern das Spiel abdecken, damit auf jeden Fall eins aufgeht. Bei der Börse gibt es eben auch so... Korrekt, und ist ja kein Problem. Also sehe ich jetzt nicht als Nachteil. Man muss halt nur wissen, wie und wie man es kalkuliert, und das muss halt insgesamt auch leicht gehen. Aber hier wird es so ein bisschen als kompliziert dargestellt, aber ist es nicht. Sogenannte Lay-Wetten. Das heißt, man setzt gegen das Eintreten eines jeweiligen Ausgangs. Also zum Beispiel Sieg Bayern, wodurch du Sieg Dortmund und eben auch das Unentschieden ab. Okay, jetzt aber zu den leicht verdienten 25 Euro, womit ja NinjaBet wirbt. Und hier muss man sagen, die Gratiswette bei Bet365 ist tatsächlich aufgegangen und wir haben damit den ersten Gewinn von 37,51 zu verzeichnen. Danach haben wir uns jetzt bei 7 weiteren Anbietern angemeldet, in denen es... Aha, okay. Manche haben hiervon keine deutsche Lizenz. Insgesamt zwei verschiedene Boni-Typen gibt. Einmal den Erstattungsbonus, das heißt, du platzierst eine Wette und wenn sie nicht aufgeht, dann bekommst du eine Gratiswette mit demselben Wert. Oder auch der sogenannte Rollover-Bonus, das heißt, du verdoppelst einfach deine Einzahlung, kennen wahrscheinlich die meisten, musst dafür aber diesen Betrag eben x-mal umsetzen in Wetten. Über den Odds-Matcher bei NinjaBet haben wir dann die passenden Spiele rausgesucht und dementsprechend natürlich auch die Wetten platziert. Das Ergebnis davon, zwei der Erstattungsboni haben wir getroffen, Gratiswette fiel also weg. Bei den anderen drei haben wir verloren und dafür die Gratiswette erhalten. Und bei den Rollovern haben wir beide verloren und den Profit jeweils dann auf der Börse gemacht. Aktueller Kantestand also 296,32 im Plus. Wir warten jetzt gerade auf die letzte Gratiswette, da wir versuchen, das alles innerhalb kürzester Zeit zu machen und manchmal dauert das bis zu 2 Tagen, bis die gut geschrieben wird. Haben wir jetzt gerade den Support kontaktiert und hoffen mal, dass das für uns vielleicht ein bisschen schneller geht. Also was bedeutet kürzer, würde ich hier jetzt einmal fragen. Aber so wie ich das sehe, haben sie es übers Wochenende gemacht und das ist auch durchaus möglich, das immer noch so zu machen. Also du brauchst halt eigentlich, wenn du es richtig durchprozessierst und organisiert bist, wenige Arbeitsstunden, die verteilt sind auf ein paar Tage. Also von daher, man braucht hierfür keine Wochen oder Monate. Gibt sicherlich Leute, die das benötigen, aber wir benötigen so viel Zeit nicht. Ging es. Und somit konnten wir die auch direkt wieder platzieren. Und jetzt, Leute, kommen die Ergebnisse von nicht mal 48 Stunden Matchbet. Ich hoffe übrigens, ihr habt aufgepasst, wer die 5 Merchboxen erhält. In einer ist ja sogar das neueste iPhone drin. Die haben wir während des Videos immer wieder eingeblendet. An dieser Stelle also Glückwunsch an alle Gewinner und auch für ihr... Jo, ich mag übrigens deine Haare, Torben. Ich finde die irgendwie geil. Ja, wollte ich nur mal so sagen. Fiel mir jetzt gerade so auf. Vielen Dank an den Flynn, der hat uns nämlich den allerersten Super-Thanks gegeben. Unsere 3 Gratiswetten gingen beim Buchmacher nicht auf, sodass wir auch hier den Profit bei der Börse realisiert haben und nochmal 151,95 dazukommen. Damit stehen wir nun insgesamt bei 448,28. Davon muss allerdings sehr wahrscheinlich noch 5% Wettsteuer, zumindest vom Börsengewinn, abgerechnet werden. Bei den Buchmachern wissen wir... Ja, also die Wettsteuer ist eine Art Vergnügungssteuer. Du zahlst bei der Wettbörse eine gewisse Gebühr. Es gibt Wettanbieter, die zahlen für dich die Wettsteuer. Die geben das halt nicht weiter. Eine Wettsteuer ist keine Einkommensteuer. Also das mal so dargestellt. Wobei, nochmal, ich bin kein Steuerberater. Das sind die Erfahrungswerte, die wir so haben. Muss man nur ein bisschen vorsichtig sein. Grundsätzlich sind Glücksspielgewinne ja steuerfrei, aber auch hier... Es ist jetzt so, dass ich natürlich jetzt dich nicht beraten darf und ich berate dich hiermit auch nicht. Das ist einfach ein Fakt. Sicher, dass die das für uns machen, haben wir nachgeguckt. Bei der Börse Orbit X ist das nicht so ganz klar. Wir haben eine Seite gefunden, da ist als Nachteil, dass es der Kunde macht. Ja, genau, richtig. Ah, okay.
gemacht. Als ich selber beim Support nachfragte, verneinten die das. Und allgemein muss man bei jedem Anbieter einfach aufpassen. Vor allen Dingen, die nicht die europäische Glücksspiellizenz haben, die verschleiern das gerne mal. Und irgendwo ganz klein in den AGB steht dann, ja, ja, da müssen sie sich selber drum kümmern. Wir ziehen... Ja, aber das war ein falsches Beispiel gerade, weil der Wettanbieter, den er gezeigt hat, der hat auf jeden Fall eine deutsche Lizenz. Sie in unserem Experiment jetzt vorsichtshalber mal ab und kommen damit auf 424 Euro Gewinn. Allerdings haben wir auch bei den Buchmachern insgesamt 950 Euro eingezahlt und nochmal 2000 bei der Börse, also knapp 3000 Euro, um diese ganzen Boni freizuspielen. Ja, und dafür, für diesen Einsatz, ist viel zu wenig Gewinn. Ja, viel zu wenig. Und ich frage mich auch, wieso... Aus Sicherheitsgründen haben wir sie vorher aufgehört. Warum? Verstehe ich nicht ganz. Die Auszahlung ist beantragt, teilweise sogar schon auf dem Konto, also innerhalb von ein paar Stunden. Es hat auch alles reibungslos funktioniert, aber viele berichten, dass es auch hier Probleme geben kann. Wir hatten vielleicht also wirklich mit der Auswahl auch einfach nur Glück. Man muss davon ausgehen, dass ein Boni vielleicht auch manchmal nicht gewährt wird, nicht ausgezahlt wird. Nee. Also es gibt schon Wettanbieter, da ist es echt Glück, dass man die Auszahlung erhält, aber die, die er jetzt insgesamt so gezeigt hat und erwähnt, gibt es keine Probleme in der Regel. Oder auch die Abbuchung zusätzliche Verifikationen mit sich bringt. Eine andere kritische Frage ist der Schufa-Score und die Bonität. Denn ich habe selber eine SMS zugeschickt bekommen bei einem Anbieter, dass zumindest mal eine Abfrage gemacht wurde. Ich habe dann auch. Ja, es ist eine Schufa-Adressabfrage, aber das ist kein richtiger Eintrag in der Schufa, den man so jetzt kennt oder wahrnehmen würde. Diesen Eintrag sieht kein Dritter. Bedeutet also, wenn du jetzt dich bei Wettanbietern anmeldest und dann im Prinzip alle machen diese Schufa-Adressabfrage, das sieht keine Bank, niemand sieht es, es sei denn, du zeigst es ihnen freiwillig. Aber es sieht niemand und es wird auch nach einer gewissen Zeit gelöscht. Es war mal nach 12 Monaten, es kann sein, dass es jetzt kürzer ist, weiß ich gerade nicht, aber... auch recherchiert und da stand, dass es aber lediglich eine Datenbankabfrage ist, die sozusagen nur die Kontaktdaten abgleichen möchte, also quasi eine Prüfung, ob eine real existierende Person dahinter steckt, was ja, korrekt. Irgendwie Sinn macht bei diesem ganzen Matchbetting, weil viele Accounts würden ja... Nee, nicht beim Matchbetting, beim Wetten an sich einfach. ...viel Profit bedeuten und Tipico schreibt beispielsweise auch auf ihrer Website, dass es den Score nicht beeinflussen wird. Genau, korrekt. Was klar sein sollte, ist, dass sich das natürlich ändert, wenn man jetzt irgendwie Schulden macht mit Sportwetten, was natürlich den Schufa-Score ja bis ins Unendliche... Ja, weiß ich nicht. Also wenn halt du gegenüber dem Wettanbieter nicht mehr zahlen kannst, ist die Frage, ob die jetzt tatsächlich das per Mahnbescheid in Deutschland einholen wollen und über eine Klage dementsprechend einziehen wollen und alles und gegen dich da vorgehen und in Kassunternehmen und whatever... Ah, weiß ich nicht. Also in der Regel wie soll das funktionieren? Also da müsstest du den Wetteranbieter ja quasi betrügen und alles. Also die Wetteranbieter, also wie willst du spielen, wenn du nicht einzahlst? Also du brauchst halt Geld. Also außer mit, klar, du verdoppelst halt vielleicht dein Kapital durch die Boni und so. Aber wie willst du spielen? Du kannst ja nicht einfach irgendwie spielen, wenn du kein Geld drauf hast. Und das Geld kommt ja von irgendwoher, also von dir, guthabenbasiert oder auch nicht. Auch wenn du mit der Kreditkarte einzahlst, okay, aber schlussendlich hat ja der Wettanbieter damit nichts zu tun. Also wenn du jetzt die Kreditkarte voll auslastest und du verlierst alles, ja, also was sicherlich dem einen oder anderen leider irgendwie auch passiert, Thema Glücksspielsucht und so, dann hat der Wettanbieter damit in dem Sinne halt zumindest erstmal nichts zu tun. Also dass der Wettanbieter dir jetzt, meine ich, die eine schlechte Schufa reindrückt, weil du hast es ja bezahlt. Also ohne Geld kannst du halt nicht wetten. Also Minus drückt und es kann auch dazu führen, das muss man auch mal ansprechen, dass wenn man jetzt sein Geld mit Sportwetten verdient, über dem Hobby hinaus, das bei einer Bank einen gewissen Stellenwert hat. Also wenn man dann hingeht und vielleicht einen Kredit haben will für eine Immobilie, dann kann es schon sein, dass ein vorsichtiger Berater den eher ablehnt. Ja, das ist richtig. Kann durchaus vorkommen. Und das fällt dann so unter persönliche Kreditwürdigkeit. Tja, ansonsten hat es aber definitiv funktioniert. An dieser Stelle auch mal vielen, vielen Dank an den... Hier wurden halt jetzt ein paar Dinge miteinander vermischt, ist jetzt nicht schlimm, aber... Jan, vor allem aber an den Robert, der hat das wirklich so ein bisschen durchgegeilt. Der macht das ja seit vielen Jahren. Und spannend wäre natürlich jetzt für uns irgendwie zu wissen, wie geht's weiter. Deshalb lasst es uns gerne mal wissen. Ja, also ich kenne Robert nicht persönlich. Will jetzt dazu auch großartig nichts sagen. Ja, ich habe meinen Kommentar da abgegeben. Wer jetzt da irgendwie erfahren ist oder nicht, sei mal dahingestellt, kann jeder selbst beurteilen, sollte er auch, jedem seine freie Entscheidung. Ich finde es nicht ganz korrekt, was er gesagt hat, aber alles gut.
ist. Trotzdem wäre die Empfehlung, das uns machen zu lassen, selber da gar nicht erst mit anzufangen, vor allen Dingen, wenn man irgendwie den Hang zur Sucht hat. Wir blenden euch an dieser Stelle auch mal eine Telefonnummer ein, anonym, kostenfrei, wenn man so das Gefühl hat, lieber einmal mehr anrufen als einmal zu wenig und dann irgendwann in der Schuldenfalle zu landen. Beim Video letzte Woche hatten wir ja mit TikTok Livestreams 364. Top. Also, sehr gutes Video. Vielen Dank da an dich, Torben. Insgesamt gut gemacht. Vereinfacht natürlich dargestellt. Ich glaube, wenn man da zu sehr reingeht, ja, wie das auch in anderen Videos gemacht wird, dann verwirrt das schon Leute, die damit nichts zu tun haben. Deswegen war das insgesamt ganz gut. Ein paar Dinge, die aufgrund von fehlender Erfahrung einfach so ausgedrückt wurden, dass sie halt in dem Sinne nicht korrekt sind. Also, aber das ist halt überall so, ne? Wenn du genug Erfahrung hast, dann weißt du einfach die Dinge besser einzuschätzen und kannst dazu besser was sagen. Es geht hier aber um wesentliche Dinge auch eigentlich, ne? Also diese Geschichte, dass, okay, da gibt es jetzt ein Limit, kann ich dann überhaupt das machen? Die Frage ist, kann ich dann das überhaupt weitermachen? Jetzt hat er frühzeitig aufgehört. Das sind alles so Dinge, ich meine, warum? Also das Limit, ja, gibt es, aber wenn man die Erfahrung hat, dann spielt es eigentlich kaum mehr noch eine Rolle, ja? Wie gesagt, man kann diese Limits auch erhöhen. In der Regel ist es auch kein Problem, man muss sich einfach nur richtig organisieren. Ja. Und das nächste ist, dass ja, es halt natürlich irgendwo limitiert ist und das wird auch immer wieder gesagt, das ist halt limitiert. Ich meine, okay, wenn ich jetzt diese Boni irgendwie genommen habe und das irgendwie für mich genutzt habe und dann will ich da weitermachen, ja, in der Regel verdient man mit Matchbetting wenig Geld, langfristig gesehen. Und man sieht das auch immer in diversen YouTube-Videos. Und das ist der Unterschied zu uns. Wir machen halt das unlimitiert, weil wir ja einen gewissen anderen Winkel haben, wie wir auf die Thematik rangehen und wie wir das Ganze umsetzen. Und wir haben das halt einfach immer wieder Jahr für Jahr hinterfragt und verbessert und haben uns da Leute reingeholt, die einfach auch schlauer sind als ich jetzt zum Beispiel. So dass man das auch weiter voranbringt. Und nicht ohne Grund machen wir nicht über 20 Millionen Euro Wetteinsatz pro Jahr und wetten täglich und haben ein Team aus 80 Personen, die das alles machen, ja. Also es fehlt halt hier die Erfahrung. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist auch nicht schlimm. Hätte man das Video jetzt besser machen können, wenn man das einmal testet, wahrscheinlich nicht. Das Einzige, was ich mich frage, ist, warum es nicht einfach weitergemacht wurde, warum aufgehört wurde. Bleibt Ihre freie Entscheidung? Haben Sie irgendwie entschieden? Wurde leider nicht begründet. Ich kann diese Sicherheitsgeschichte nicht nachvollziehen. Ansonsten ist es alles okay. So. Und man muss einfach wissen, für sich hat man Bock drauf. Ja, will man mit Zahlen einmal umgehen? Will man aber auch dieses Vehikel für sich nutzen? Wenn ja, kannst du auf robinhood.net gehen, dich weiter da informieren. Es gibt auch Möglichkeiten, Geld zu verdienen, ohne dass du dich mit dem ganzen Wetten direkt beschäftigen musst. Also für jeden ist quasi was dabei. Mit uns kann man planbar unlimitiert Geld verdienen, ohne Vorkenntnisse zu besitzen. Und wenn jemand aber da näher einsteigen will, genau in diese Thematik, dann ist für den auch was da und Platz. Und wir haben über 5.100 Leuten schon bereits geholfen, online mit Wetten Geld zu verdienen. Und die Top-Wettexperten bei uns verdienen weit über 10.000 Euro im Monat. Und ja, wir machen genau diese Videos, damit du das auch schaffen kannst und wollen hier einfach informieren, was auf diesem Feld Matchbetting in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum abgeht. Vielen Dank, dass du hier zugeschaut hast. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Dein Markus von Robinhood.